Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Video. Schaut mal, hier ist das Nav. Ich weiß gar nicht. Ach, das ist gar kein Warm-up. What the fuck? Die Runde ist ja fast vorbei. Ach, leg mich doch am Arsch. Ich wollte euch mal geschwind das Nav zeigen, das es als nächstes im Giveaway gibt. Es ist schon ziemlich geschmeidig, ne? Sieht schon nice aus. Das Rustboy falsch geschrieben. Das war ich natürlich nicht. Das, ja, ich hab's halt so geholt. Bei Skin Baron. Ach, warum bin ich denn jetzt in so einer Lobby? Bitteschön. Ihr wisst ja, ich mache immer mal wieder eine Runde zwischendurch hier mit Bums. Meistens für die, also meistens als Gameplay für die Podcasts. Aber ja, jetzt mache ich mal wieder so ein Ründchen, weil ich nicht genug Zeit habe für ein Matchmaking. Also meine Freundin kommt zu den 20 Minuten, da kann ich jetzt kein Matchmaking anfangen. Darum das hier. So, Zack. Was machen wir denn? Warum macht denn da keiner jetzt mal das Knife? Wenn jemand auf 12, 13 ist, dann ist eigentlich 30 Sekunden später der Knife-Kill da. Also wirklich. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt lass mich doch nicht so zappeln. Komm, dann mache ich halt den Knife-Kill. Dann mache ich's halt noch. Geht's zur Seite. Ach, leck mich doch, ey. Wie kann man nur so lucky sein und gerade davonlaufen und ich fresse dann noch schön den Hudor? Na also. Hallo. Na, wo sind sie denn? Wo laufen sie denn? So, der eine ist bei 15. Der hat dann gleich das Knäf. Ja, moin. Vielleicht hole ich ja noch ein bisschen auf. Man weiß es nicht. Aber ich spiele die Dinger so ungern, diese Teile mit Scope. Oh nein, Pump. Pump ist noch schlimmer als die Teile mit Scope. Ja, endlich. So, und jetzt nochmal von vorne hier. Ne? Jetzt habe ich nämlich auch mal eine kleine Chancelchen. Oh, der ging aber ganz schön rein, mein Freund. Ja, ich hoffe, das Knife gefällt euch. Es wurde... Ach komm, du fischsichtiges Stück Scheiße. Er stellt sich einfach vor mich, dass ich den Kill nicht machen kann. Das ist ja wohl Frechheit. Der arbeitet doch fürs Gegnerteam. Ja, ich hoffe, das Knife gefällt euch. Das ist eben das, was einer von euch gewinnen wird im Twitch-Giveaway. Nächstes Mal machen wir es sogar so. Fuck. Direkt zwei, shit. Nächstes Mal machen wir es so, dass der Gewinner sich das Knife einfach raussuchen darf. Also ich warte, bis der Gewinner gezogen ist oder feststeht. Und dann kann er sich einfach... Oh mein Gott, ma frère. Da luxelt er aber ganz schön. Nein, oder Kollege? Und da klauen sie mir hier alles. Das ist immer das Ärgerliche. Ich könnte, glaube ich, eine dreistündige Fail-Compilation machen. Mit diesen unlucky Moments, wenn hier jemand mir die Kills wegstealt. Man kriegt 5, 6 Kills hintereinander geklaut. Man ist durchgehend alive, kriegt alle Kills geklaut. Und wenn du dann einen faced, wirst du gepimmelt. Jetzt läuft es gerade ziemlich gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ja gerade so unlucky ist. Vor allem schon diverse Double-Kills gemacht. Aber ja, das ist so unglaublich bitter. Ich hasse diese Momente. Vor allem, ihr wisst vielleicht noch, ich habe früher diese Dummdödel-Challenge gemacht, wer sich noch daran erinnert. Da habe, oh, das war auch lucky, dass er schon so low war. Da habe ich das hier gespielt, live. Also nicht live, nicht im Livestream, aber ich habe das hier so gespielt wie jetzt eben auch. Und ich musste gewinnen. Also ich musste den Knife-Kill am Schluss machen. Wenn ich ihn nicht gemacht habe, musste ich eine Strafe durchziehen. Ja, das war, glaube ich, eine ganz lustige Sache. Ei auf den Kopf zerschlagen und so weiter. Die Playlist kann ich euch hier mal verlinken. Also hier oben im i steht sie. Und ja, diverse dumme Sachen oder Pfeffer essen. So ein Scheiß. Komm in den Sack. Wo bist du? Oh, komm. Das war schon immer eine ziemlich coole Angelegenheit. Also vor allem, weil ich halt... Es hat sich immer schön hingezogen, weil ich halt auch gar nicht so schlecht bin in diesen Spielmodi. Außer ich werde halt so unlucky zerrissen, so wie jetzt gerade, von irgendwelchen Fickgesichtern, die bei uns stehen. Ja, das ist... das war immer cool. Ah! Mit der Pump gibt er mir. Der Dreckarsch. Naja, gut, ich habe vorhin auch so einen Lucky Pump-Kill gemacht. Das war... Oh, der steht da echt noch. Okay. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Es sieht, glaube ich, nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus, da mit dem Gesicht. Manche Leute haben es halt voll drauf, sich vor dich zu stellen. Also auf gar keinen Fall gewollt, klar. Sondern einfach, weil sie halt selbst in der Action sind, aber das ist so ärgerlich. Man will dann schnell jemanden wegpimmeln und dann kommt so ein Bastard und stellt sich vor dich. Dann wirst du ultra-low angefragt, kriegst den Kill geklaut und dann stirbst du. Durch irgendein Luckboy, der dich halt dann, ja, wegsnitcht. So, mein Freund, ich komme jetzt zu dir. Oh, oh, fuck. Ja! Noch gekillt, deine Bitch. Na, 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 na. Komm her, du kleine verkackte AWP. Schade, dass der Headshot nicht reinging. Na, also, es geht doch. Oh, fuck. Ja, eigentlich müsste ich, glaube ich, jedes Mal so eine Runde hier spielen. Einfach zum Einspielen. Also, bevor ich Matchmaking mache, hier so eine... Och, Luck, Boys! Hört auf, mir die ganzen Pistol-Kills zu klauen. Ich brauche die doch. Ich will mit dem neuen Knife noch eine Musik einfahren. Oh. Alter, frisst es doch! Hast du gedacht, du kannst mich irgendwie wegknifen, mein Sohn? Er hat einfach gewonnen. Der Luckboy. Naja, also hier nochmal für alle das Knife mit dem behinderten Nametag dran. Das gibt es dann als Subscriber-Giveaway auf Twitch. Sobald wir die 70 Subscriber auf Twitch erreicht haben, gibt es das. Wir sind gerade bei 64, wir waren schon bei 66, aber die Subscriptions laufen halt ja auch wieder aus und müssen dann erst erneuert werden. Haut ordentlich rein, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.